Da will nämlich irgend so ein ganz komischer Kerl, will dann One-on-One gegen mich haben. Dieser Bryn. Und da sage ich, du, ganz ehrlich. Okay, Großer. Da kenne ich nix. Bringen wir es hinter uns. Dann machen wir das so. So, also, der will jetzt hin. Aber Bryn, wir sind doch gerade schon gegeneinander gefahren. Da war nur noch so ein anderer echter Spieler mit dabei und du hast auch ziemlich aufs Maul bekommen. Was willst du eigentlich von mir? Also bisher, so nach den ersten, was spielen wir jetzt? 2,5 Stunden, sehe ich jetzt bisher keine großen Probleme. Wenn du einigermaßen weißt, was du hier tust, ist es überhaupt gar kein Problem. Wir können dann den dauern. Manu, was ist jetzt schon wieder? Yo, Kumpel. Manu hier. Ich weiß. Was ist passiert, Mann? Alles okay? Hab gehört, die Cops haben dich erwischt. Pass auf dich auf, Mann. Was er labert? Was er labert? Manu, was ist los mit dir? Mich hat hier überhaupt gar keiner erwischt. Boah, ich darf echt keine Rennen zum Spaß fahren. Die fahre ich alle in der Story nochmal. Das ist ja ein Unsinn. Aber Manu, bist du durch oder so? Ich meine, Manu kommt mir von allen noch irgendwie als vernünftigster vor, aber von Bullen. Hier waren keine Bullen. Jetzt will ich mich erwischen lassen. Käse. Vielleicht sogar noch ein bisschen Kuchen. Gott, oh Gott. Oh, ich liebe die Drift. Ich habe alles richtig gemacht bei der Wageneinstellung, denke ich mal. Kann es sein, dass Bryn überhaupt gar keine Chance hat? Oh, wo fahre ich denn hin? Nein, der Wagen schlägt aus. Nein, 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 nein. Was hab ich denn? Ich muss doch keinen Donut machen. Ich habe zu viel Donuts gemacht, ey. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das war dumm. Da bist du ja. Okay, Großer. Das war ein Klassiker. Das war ein Classic Wolf, ja. Ich weiß. Das hat jetzt gerade ein bisschen wehgetan, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, was das war. Ich war gerade so drauf, irgendwas zu erzählen, dass ich gerade nicht mehr wusste, was ich tue. Man sollte sich beim Autofahren wirklich auf die Strecke konzentrieren. Ich sollte mich darauf beschränken, zu labern, wenn ich nicht fahre. Oder wenn ich nicht auf einer absoluten, klaren Geraden bin. Ne? So, jetzt lenkt mich auch kein Menno ab oder so eine Kacke, weil das war gerade ein bisschen scheiße. Das war nämlich total unnötig, dass wir diese Scheiße jetzt hier nochmal fahren müssen. So, jetzt ist nur geradeaus, jetzt kann ich sogar auf den Chat gucken. Ja, das war quasi Instant Karma, ich weiß. Guck mal, wenn ich hier irgendwelche Geraden fahre, dann kann ich sogar auf den Chat gucken. Das ist überhaupt gar kein Thema. Kann natürlich trotzdem was passieren, aber das ist mir egal. Weil ich vertraue da jetzt einfach mal den leeren Straßen von Need for Speed 2015. Denn die sind ziemlich leer. Super Combo. Prince Jay hat gerade eben subscribed. Dankeschön, Prince Jay, Mann. Vielen Dank für deine Subscription. Deine erste Subscription hier auf diesem Kanal. Vielen Dank. Jetzt muss man ganz kurz schauen, wie kann ich dir jetzt die Faust geben, ohne dass es eskaliert? Triple Combo. Und Heliospray. Auch dir vielen Dank. Auch die erste Subscription hier auf diesem Kanal. Finde ich mega geil. Jetzt pass auf. Ich bin jetzt einfach ein vernünftiger Fahrer, fahre mein Rennen zu Ende. Und dann ist alles in Ordnung, denn das Rennen ist nämlich jetzt auch vorbei. Da müssen wir keinen Scheiß bauen. Also Prince Jay und Heliospray, vielen Dank für eure Subscription. Herzlich willkommen im Wolfpack. Dankeschön. Wupp, wupp. Danke für eure Subs. Vielen Dank, dass ihr den Stream am Leben erhaltet. So, irrer Speed, ich weiß. Da guckst du ganz schön blöd. Bryn. Bryn ist auch so ein richtiger... Ne. Sorry. Komischer. Spike, was geht, Mann? Alter! Bryn wird echt sauer sein. Meinst du? Ich sehe ihn schon über seinen Drink heulen. Wahnsinn. Okay, bis später. Cool. Wir heulen ein bisschen und fahren jetzt einfach mal in den Tod. So. Und warum? Weil wir es können. Nee, keine Ahnung. Wir gucken mal, was wir als nächstes machen. So, was haben wir bisher so wenig gemacht? Robin, Manu. Manu will immer driften. Besiege 241 km/h im Zeitraum mit Amy.
Das klingt nach einer interessanten Aufgabe. Amy, ja. Rot ist schneller. Oh, schon mittel. Guck mal. Schon mittelschwer. Na also, geht doch. Oh, so muss es sein. Hauptsache, der ist schon 45. Und erstmal schön kacken. Das geht bei euch, ey. So, ab geht's. Vergiss nicht, du musst die Zielgeschwindigkeit. Was macht ihr denn da? Der Lauf zählt, okay? Los. Eklig. So. Wir können uns gleich gerne nochmal mit der Polizei anlegen. Dann können wir nochmal diese Outlaw-Geschichte machen. So, wir müssen einen gewissen Speed erreichen hier in dieser Challenge mit Amy. So, ich denke mal, das sollte drin sein. Wenn wir hier gleich eine schöne Gerade haben, dann packen wir alles aus, was wir haben. Und ich glaube, jetzt geht's los. Nee, noch nicht. Das ist noch nicht die Gerade, die ich wollte. Aber vielleicht jetzt? Nein. Och, wie soll ich denn jetzt zu viel Speed sammeln? Das ist ja hier eher was zum Driften, Mann. Habt ihr den Drift gesehen? Ah, oh, das habe ich langsam richtig raus. Und im Übrigen Driften ohne Handbremse irgendwie doch mittlerweile geiler. Und Level 14. Warum habe ich hier so langsam? Brauche ich hier mal eine etwas länger gerade. Schaffen wir das mit den 241 nicht. 222, das ist leider noch zu wenig, aber wir haben noch 4,5 Kilometer, also das sollte auf jeden Fall noch gehen. Oh, guckt euch meine Bolide an, wie geil die driftet, Mann. Gnadenlos die Drifts, oder? Gefällt mir richtig gut, Mann. Das Driften sah in den ersten Gameplay-Videos von EA so kacke aus, aber mittlerweile finde ich es ganz okay. So, aber jetzt brauchen wir echt mal so langsam mal eine dicke Gerade. Und die kommen wieder nicht. Ja, verdammte Scheiße. Komm schon. So, komm jetzt noch einmal Nitro voll drauf. 241 ist das Ziel. Und 241. Haben wir geknackt. Alles gut. Und dann gibt es erstmal einen bösen Unfall. Egal, 241 geknackt. Wie krass kommt sie jetzt ran, nachdem ich einen Fehler gemacht habe? Ziemlich krass. Die Amy hat Interesse. So, Kontrollpunkt. Wir sollten das jetzt schaffen. Sehr schön. Passt. Wir haben alles erreicht. Wir haben die Zeit geschafft. Wir haben Sprint. Vielleicht hieß die Aufgabe auch einfach nur so. Ich musste das gar nicht einhalten. Keine Ahnung. Aber ich wollte es auf jeden Fall mal so machen. Weil. Alles andere hat für mich gar keinen Sinn ergeben. So, guck mal, rote Schnells. Legen wir uns nochmal mit den Bullen an, oder? Und müssen dann eine gewisse Kopfgeldsumme quasi erreichen. Yo, wir starten ein Highway-Rennen. Wird nicht einfach, also sieh zu, dass deine Karre was kann. Lass dir vielleicht von Ames helfen. Die Typen meint's ernst. Bis später. Okay. Highway-Rennen finde ich schon mal gar nicht so kacke. Beim Highway-Rennen bin ich auf jeden Fall mal am Start. Aber hier gibt's irgendwo Gratisteile, sehe ich. Da bin ich auch am Start. Nein. So, 5 und 12 Gratisteile. Wunderbar. Und Amy. Okay, ich hab total Bock auf ein neues Rennen. Ja, ich weiß, du hast immer Bock. Die Amy ist quasi immer ready. Die ist immer heiß. So, jetzt müssen wir nur noch mal wieder ein paar Bullen finden. Und dann geht das hier wieder los. Dann mach ich mal auf jeden Fall nochmal ein Outlaw. Outlaw-Gedöns. Sollten wir was finden. Aber nachdem ja die Straßen so spärlich besucht sind, ehrlich gesagt,
Könnte das ein bisschen länger dauern, aber es macht nichts, da kann man ein bisschen in der Stadt rumfahren. Auf der Suche vielleicht nach anderen Teilen, die man sammeln muss. Au. Was ist davon? Was ist hier los für ein Treffen? Was macht ihr hier so? Okay, und da fährt irgendeiner durch mich durch. Was haben denn die hier für ein Treffen? Kann es sein, dass sie gerade ein Rennen fahren? Ich glaube, die fahren gerade ein Rennen, oder? Das ist ja cool. Die fahren ein Rennen. Oh, das sind die Bullen. Halt. Bullen. Ah, ich glaube, die sind gerade bei dem Rennen irgendwie so interessant. Die wollen, glaube ich, eher so die Typen erwischen, die beim Rennen unterwegs sind. Ich bin der Typ, der eine Milchstelle frittiert hat. Das ist korrekt, ja. In der Tat. Hat man das dann wohl mal irgendwo gesehen. In den dunklen Ecken von YouTube. So. Wo sind denn jetzt die Bullen? Ich hätte Bock, mich mal mit jemandem anzulegen. Da drüben wäre aber nochmal... Aha, warte. Da wäre doch gerade nochmal ein Donut, den ich dann wahrscheinlich auch noch verwechseln werde. Immer. Oh, wo muss ich denn? Wo haben wir dich denn? Da hinten versteckst du dich. Warum soll ich das dann irgendwo machen, wo mich eh keiner sieht? Das weiß ich auch nicht so genau. So. Okay, das ist doch schon mal eskaliert. Wir haben ein Drittel der Donut-Teile schon geschafft. Das kann auch gar nicht mal so schlecht sein. So, kommen wir hier nochmal irgendwo raus. Ich glaube, hier geht's raus. Sieht seriös aus. Wobei seriös ist relativ. Ich finde es im Übrigen cool, dass es so viel regnet. Ich stehe auf Regen-Gameplay. Ja, jetzt müsste ich glatten Donut frittieren. So, wo ist die Bullerei? Ich muss mich mal mit euch anlegen. Hier, habt ihr alle mal Bock? Kann ich hupen oder so? Das ist irgendein anderer Kollege. Beinahe und... Yes! Hi! So, was ich da mache? Ausrasten. Wir brauchen nämlich Geld. Strafen. So, ne? Kann ich hier auch fahren? Ist das gefährlich? Der Bulle ist doch bestimmt zu blöd, mir hier zu folgen, oder? Oh, ne, ehrlich? Mann, der Bulle ist echt nicht der hellste. Hier bin ich! Bist du doof? Mann, ist das ein Vollidiot. Guck mal, seid ihr alle bescheuert? Hier bin ich doch. Ich fahre dem jetzt einfach so lange in die Seite rein, bis es mal ordentlich Geld kostet. Der Bulle war echt bescheuert, ey. Und er hat vielleicht kein Licht mehr. Und er ist langsam. Ich versuche ihn so oft wie möglich zu rammen. Damit ich irgendwie mein Geld schneller erhöhen kann. Mein Gott, ist der langsam. Und dann erhöht sich mein Geld nicht mal. Guck mal, ich bin ja rückwärts schneller. Ich habe schon wieder einen Schnappschuss gemacht. So, wie viel Geld muss hier reichen? 2500, glaube ich, ne? Boah, spannend ist das nicht. Ehrlich gesagt. Kann ich meine Strafe erhöhen, wenn ich andere Autos ramme? Auch nicht. Möp. Mann, eine Sirene klingt aber auch nicht gesund, oder? Was ist denn das für eine Sirene, Alter? Oh Mann, ey. Die Bullen. Kann ich einfach sagen, kaputt machen kostet mich das Geld? Nee. Nicht wirklich. Also. Ne? Ich kann es an Spannung gerade nicht überbieten. Es tut mir sehr leid. Hauptsache, ich habe ihn auf die andere Seite gedrückt. Oh mein Gott, er will umdrehen. Was eine Pfeife, ey. Ist der doof? Sag mal, was ist denn sein Problem? Sag mal. Ja, raffst du eigentlich? Komm, folg mir hier mal.
Der ist echt nicht der hellste, der Kollege. Haben wir es jetzt bald? Ich hoffe, es waren 2500 nur. Ansonsten wäre ich hier heute nicht mehr glücklich. Na komm. Der will mir da echt folgen. So, wie viel waren das? Waren es wirklich 2500? So, man kann ja hier reingucken. Ja, 2500 Geldstrafe. Aber die muss ich jetzt nicht zahlen, ich muss nur so weit das Limit bringen, ne? Waren ja einfach da wieder 2,5 Minuten. Also 200 Minuten. Also spannend ist das nicht. Hier, guck mal. Ich kann währenddessen einfach im Menü rumgammeln. Ist das geil oder was? So gut sind die Bullen. So gut sind die Bullen, dass ich mir jetzt einfach nebenbei mal ganz kurz aufs Handy gucken kann. So, beinahe Unfall. Endlich geschafft. Ich muss ja noch meine Daily Challenges machen und so. Guck mal, den Bullen verwirren wir jetzt einfach komplett. Ach, jetzt ist er auf einmal an mir dran, oder was? Wir sind bereits bei 3200. Okay, alles klar. Au. So, das hagelt dann hoffentlich gleich Reputation Points. Oh oh. Das war schon wieder sowas. Okay, und Zerstörung. Solange mein Wagen jetzt nicht gleich kaputt geht. Ja, jetzt glaube ich, zu entkommen könnte interessant werden, oder? Guck mal, was die hier so machen. Wollt ihr euch nicht mal mit dem Bullen beschäftigen? Habt ihr Bock? So. Guck mal, ich sollte eigentlich so viel Power im Wagen haben, dass ich dem davonfahren kann. Ich glaube, das passiert jetzt auch gerade. Oh, ich höre die Bullen. Das war knapp. Das war sehr knapp. Das war sehr knapp. Da fahren sie nämlich. Uiuiuiui. Shit. Das war tatsächlich gerade ziemlich knapp, ey. Okay, du bist gut genug. Wir sind eine eingeschworene Gruppe. Halte dich kurzfristig bereit. Alles klar. Kurzfristig bereithalten ist, glaube ich, genau mein Stichwort. Ach, warte mal. Hier drüben ist ja sogar noch mal was. Hier können wir doch nochmal irgendwo ein Foto machen hier. Müssen wir nur wieder auf diesem Parkplatz drauf. Und dann sollte ich mal ganz dringend in die Garage mal ein bisschen hier. Mein armer Wagen, dem geht's ja echt nicht so gut, muss ich sagen. Da sind die Fotos auch ehrlich gesagt ja gar nicht so geil. Ja, Straßensperren ohne Autos. Das ist halt das erste oder das zweite Level von denen, keine Ahnung. Ob da, wir haben auch 11 von 30 Views. Also, ne, Aussichten quasi. Das sind kosteneffektive, ja. So, und da hinten wäre nochmal ein Donut hier. Dann ab geht's. Da wäre auch die nächste Mission. Zeitfahren. Ach komm, wenn wir schon mal da sind, oder? Wenn wir dann schon mal da sind, dann kennen wir da nix. So, schau mal. Nummer 12. Und wir machen den Burnout quasi noch weiter, bis wir hier zur Amy kommen. Die Amy hatte doch eh wieder Interesse, oder? Ach, wie muss ich mich drehen? Ah, Mann, immer diese Dreherei, ey. So. Hi, Amy. Was geht? Zielzeit von Amy. Die Amy hat ja immer Bock, was? Du brauchst gute Traktion für das Bergrennen. Mal sehen, ob dein Wagen gut genug ist. Kriegen wir hin, oder? So, 34 Checkpoints. 3 Minuten 43 ist das Ziel. Das Geile ist, Amy ist auch gerade eben vorhin schneller gefahren, als die Zeit, die ich hätte schlagen sollen. Deswegen kann ich das irgendwie nicht so ganz ernst nehmen, warum die dann mitfährt. Muss ich quasi gar nicht vor ihr sein, sondern letztendlich nur die Zeit schaffen? Das war, ist ein bisschen unverständlich erklärt, ehrlich gesagt. Weil im Zeitrennen ist mir das doch kackegal, ob die vor mir ist oder nicht, solange ich zeittechnisch da schnell reinkomme. Mein Gott, diese Drifts sind so geil. Macht das Spaß, Junge! Ich könnte den ganzen Tag driften, da wäre ich glücklich wie ein kleines Kind, ey.
Da bin ich einfach der Horn, ey. Da bin ich der Horn. Home is where the drift is. Ha! So. Vor allem bergauf jetzt, das ist auch cool, ne? Oh, jetzt ruft mich einer an. Sagen, dass du nichts weißt? Auf wie viele Arten soll ich denn sagen? Ich versteh's nicht. Irgendjemand muss was wissen. Es wären ja keine richtig guten, supergeheimen Untergrund-Outlaw-Typen, wenn sie jeder kennen würde, oder? Du hättest sie sehen sollen, Rob. Verrückt, Mann. Die Cops waren so drüber, die sind durchgeheizt und haben uns ignoriert. Dann sie sind so durch. Komm zum Diner und chillt eine Runde. Manu sagte, er kommt dahin. Treffen wir uns dort. Alles klar, dann viel Spaß. Oh, du kommst nicht zu uns? Hab eine Reklamation von ein paar Felgen und will die Dinger nicht sehen. Macht's gut zusammen. Sag mal, was ist denn das eigentlich für komische Gespräche? Da tun sie so, als würden sie mich anrufen. Und dann höre ich aber nur irgendein komisches Gespräch aus der Werkstatt, oder was? Das ist ein bisschen seltsam, oder? Und gefühlt hat da gerade Amy gesprochen. Die aber gerade mit mir ein Rennen fährt. Hauptsache, wir treffen uns wieder am Diner. Die Diner-Szene finde ich hier am coolsten. Wobei das mit dem Pool gerade schon auch echt cool war. Die Drifts, ey. Da kannst du deine Reputation Points nur noch oben hauen. Level 16, ey. Not bad. Guckt euch das an, ey. Da kann die Amy mir überhaupt nichts. Da geht mein Herz echt auf, wenn ich diese Drifts mache. Der ist ein bisschen gefährlicher. Uiuiui, okay, der war knapp. Okay, da wäre eh schief gegangen, so viele Autos wie da sind. Okay. Eiskalt. So, so, schon zu 100% durchgespielt. Wow, da kann das Spiel ja nicht lang gehen. Traurig. Naja, was soll's. Das ist natürlich dann ziemlich traurig. So, ich würde sagen, ich habe Bock aufs Diner. Werden wir gleich mal hingehen. Ich warte jetzt nochmal ganz kurz den nächsten Anruf ab, weil ich ja genau weiß, dass gleich wieder einer kommt. Weil die Amy dann wieder schnacken will, dass sie wieder total scharf auf dem Rennen ist. So. Nein, ist sie nicht scharf, dann mache ich da hinten mal noch den einen Donut. Hi. Jetzt ruft mich echt keiner an. Bin enttäuscht von Amy. So, Nummer 13 und dann geht's jetzt ab ins Diner, Mann.